Ja. Ich glaube, wir sind bereit. So bereit, wie es geht. Also, das heißt, wir gehen alle runter. Oder einer passt auch oben auf. Ja, genau. Ja, wir haben doch, wir haben doch das Direktspawn drin, oder? Ich hab das drin, ja. Ich auch. Also. Ich nicht. Gut, ja, gut, egal. Dann passe ich ein bisschen mehr auf. Es geht schon. Eben. Na dann. Oh. Ah, er zieht auf dich, okay. Hoffen wir mal, dass der Radius nicht allzu groß ist. Wundervoll. War das jetzt sarkastisch, das wundervoll oder ernst gemeint ist? Es war gut, der hat keinen Turm zerstört, soweit ich gesehen habe. Sehr gut. Er zieht auf mich, okay. Weg von dem Turm. Ich bin weg von, ich bin hier oben in der Mitte. Lol. Hey, Ventilator, nein. Böse. Ja, auf damit. Sieht verdammt gut aus. Kein einziger Läufer drin. Gut, dafür ist der Klaus aber noch kaum angekratzt. Doch, der hat einen guten Schaden gekriegt. Den machen wir jetzt. Komm, hierher. Hey, are you hurt? Da ist der getroffen. Ja, der. Das ist noch ein Kern. Ja, mach mal. Also ich, der bombt dich direkt weg. Ja, das ist mir recht. Ich hab ihn direkt spawnen. Nämlich ist alles in Ordnung, solange ich ihn abhalte. Alles gut. Der ist auf dich jetzt. Naja, ist auch richtig so. Ja, geh weg. Ich bin weggegangen. Ja, nicht weit genug. Ja, weil ich nicht gespielt habe. Wenn der mal stehen bleibt, dann kann ich ihn auch nicht verletzen. Ich dachte, das ist vorher nicht. Du sagst immer nach vorne, nein, ich hoffe, dann ist er noch mehr Schaden. Ja. Yes, tot. Schön. Ach, da ist noch irgendwas. Irgendwo. Da ist ein Einzelner noch. Ach so, da. Ach, ein Schwamm. Schwamm. Okay. 85.000 Schaden. Schön. Am Zeit haben los. Wow. Okay. Wir müssen alle aufbauen. Wie ich es gesagt habe. Fiese Developer. Das wäre das grauenvoll, wenn wir ein Kraftwerk drin hätten. Das ist so nervig dann dabei. Unten steht noch gar nichts. Ja. Ups, sorry. Kein Problem. Alter, ich will dich gar nicht bauen, ich will Teile aufbauen. Es geht noch mehr näher. Okay. Was kommt denn da raus? Hier unten gar nichts. Gar nichts, sehr gut. Nur an dem einen Punkt, okay. Ich werde noch raus. Gauss auf. Ach, da sind 60, die 60 kleinen, okay. 60 das ist ja kein Problem. Und 60 Spucker. Oh, das ist ja easy. Ja, das ist wunderbar. Was haben wir denn mal?
Ich bleib hier bei. Also ich bleib hier einfach. Ich überlade hier meinen Kanonenturm hier. Weil er direkt neben mir steht. Dann überlade ich die Amp. Macht glaube ich am meisten Sinn. Jo, alles in die Amp. Und los. Wir sind ja eigentlich alle hier, das ist keiner Mensch. Ach, weil die kommen doch hier auch her. Ach, die Minen. Unwichtig gerade. Nein, die kommen mit. Wir müssen gar nicht hier stehen, von denen kommt hier eh keiner durch. Egal. Kriegen wir Punkte jetzt, ja. Oh, da sind alle auf einmal. Fuck. Wenn da jetzt einer ist, ich verstehe halt gar nichts, wenn da so laut und schießt. Okay, die sind weg. Ah, jetzt kommen die da hinten erst. Ne, die sind schon die ganze Zeit. Easy. Okay. Kein Zeitlimit. Schön. Zwei Kampfläufer, das ist in Ordnung. Das geht auch noch in Ordnung. Da. Ja. Was denn? Schweberboss. Nein. Schweberboss. Nein. Gut, das ist ein Schweber, von daher. Die fliegt ich nicht. Ja, der schwebt halt, ne? Ja, aber fliegt eben nicht. Aus Jux und Laune brauche ich da hinten jetzt noch was hin? Kannst du auch gar nicht. Oder meinst du Türme? Ja, naja. Und zwar aber so, dann müssen die ziemlich viel laufen, glaube ich. So, zu welchem Turm wird die gehen? Der Schweber. Ach, der Schweber hat doch den längsten Weg für sich, ne? Ja. Nice. Wir können unten auch noch bauen, beziehungsweise südlich. Eigentlich können wir jetzt ganz ehrlich alle Türme von unten rausnehmen. Ach ne, doch nicht, da kommt doch auch noch was raus, ich sehe es gerade. Ja. Zwei Kampfläufe und 5 Krieger. Ja. Okay, wir können nichts ändern. Bis auf die Tatsache, dass ich da hinten noch meine Minen lege. So, 7 Blöcke habe ich noch, brauchen wir die irgendwo. Ja, 2 hier hinten. Südlich. Wir haben hier genug Minen, okay. Ich geh doch wieder. Ich leg gerne Minen da hinten. Danke. Weil keine einzige Mine von denen, die hier liegen, wurde gebraucht, ne? Das sind immer noch die 5 Originalminen, die hier liegen. Ich hab. Die Originalminen sind, glaube ich, noch später als die weißen. Hier sind auf jeden Fall nur noch 2. Das. Ja, ja. Da kommen jetzt gleich wieder 3 dazu. Wie sieht's eigentlich mit dem Kern aus? Haben die noch. Gut leben. Voll. Der ist voll. Und der ist im Süden auch. Mhm. Schön. So, und ja. Sieht's aus, dann wird's passen. Schon. Ich hab noch Kohle. Ja auch. Ich hab noch Löcher. Aber ich stell mich hier oben. Also wir werden noch eher mit Kraut heranzukämpfen hier. Ich glaube, ich overcharge mal die Gauss für die Kampfläufer, dann kann man die ein bisschen in Ruhe lassen. Okay. Kann man überhaupt noch irgendwo Blöcke platzieren? Nee, ne? Blöcke platzieren doch. Ja, wo? Ich glaube, ja. Bei mir hier. Im Norden einen. Ja, da unten auch noch. Geht schon. Den Platz haben wir noch genug. Wie viel Schaden macht die Gauss momentan overcharged? 11 oder 12.000. Nein. Ja, fast 13.000. Und nochmal 3.000 mehr. 15.600 macht sie jetzt. Passt. Ja. Für die Kampfläufer auf jeden Fall, ja. Ja, da hast du 4 Schlüssel für die Kampfläufer irgendwie. Okay, dann würde ich sagen, letzte Welle. Na? Dann laufe ich mal hier auf die Brücke. Jeder konzentriert sich auf Kampfläufer oder? Ich konzentriere mich auf den Boss. Auf den Boss meine ich. Ich ja. Auch, ja. Gut, dann gehe ich runter zu den Kampfläufern. Fürs Erste, oder wie? Was? Ja, ja, doch. So wie es eben geht. Bleibst du da unten? Okay.
Okay, ready. Bin dann mal hier oben, ne? Okay, die kleinen Viecher, die sterben eh, bis sie da sind. Ja. Die Lebst Kampfläufer die... kommen parallel. Ja. Parallel mit dem Boss, ja. Nee, ich meine halt so richtig nebeneinander. Komm schon, komm schon. Schwachpunkt, ja. Ja, schleudere mich weg, ich stehe drauf. Wo bin ich? Wow. Gegen die Leichenteile. Ist nicht wahr. Die Königin wurde auch schon geklaut von den Kernen. Ja, eine riesige Welle. Aber wo gehen die auf den Kern auf? Nördlich war kurz ein kleiner. Ich habe nebenbei noch eine Mine gefunden, die hier rumlag. Ich habe mich hier durchgebannt mit dem Stern. Okay. Kampfläufe sind hier am Boden. Nice. Schweber sehe ich gar nicht mehr. Das ist ja nicht so gut. Ja, und noch das passt aber noch. Das ist Huch. Fällst du auch runter? Nein. Königin von Genshin Mar. Ja, hat aber kaum noch was. Ist man schon, wer jetzt öfter gestorben ist von uns beiden. Oh. War das die Chaos? Gerade? Du warst gerade geht. Ich glaub schon. Kann ja auch noch. Auf. Ach komm, ich will den finalen Schuss. Natürlich wird er das. Nein, ich hab... Okay. Ja. Ja, das reicht ja noch für die Aufnahme für heute, glaube ich. Du kannst ehrlich, das war jetzt... eine ganze Boah. Menge. Boah. Ja. Wir haben kaum Schaden gemacht. Yay. Aber ich hab mehr als du. Mhm. Fisch. Nicht viel. Und du bist auch am meisten gestorben. Ja. Ja, gut. Dann weiter. Also machen wir doch weiter. Nein. Ja. Mal angucken, ja. Zumindest. Okay, angucken Vielleicht. Können wir die Map, ja. Das wir haben sie ja... Haben wir sie jetzt schon durch, oder wie? Nee, noch nicht. Also jetzt das Gebiet. Jetzt okay, okay, das machen wir nächstes Mal. Ich sehe die Map jetzt. Ich sehe gerade die Map. Das machen wir nächstes Mal. Aber anschauen können wir es jetzt schon. Das ist kein Problem. Okay. Aber machen werden wir es jetzt nächstes Mal, das ist... Vielleicht schon mal durchplanen ein bisschen. Okay. Also ist euch technisch... Ich lese es mir noch durch. Heimdaten und so weiter. Hm. Jetzt auf eigene Faust. Reporting in. Oh ja, das wird witzig. Ach was. So, dann schon. In dieser Version heißt Charlotte auch Zeige hier noch im Comic. Aha. Im Comic wird hier stehen, ich werde die Daten anzeigen weiterleiten. Übersetzung, tralala. Gut, ich meine, Charlotte gab es ja hier in der Übersetzung noch gar nicht. Das ist ja immer noch das Standard-Pack. Ja. Das sieht nett aus.
Ja. Auf jeden Fall schon mal 5 Wackelköpfe. Also so richtig schwer sieht die erste Welle nicht aus. Das nicht, aber wir können wirklich kaum leiten. Können halt echt nur Türme bauen zum Bomben. Ja. Puh. Also eine andere Sache. Hm? Ich habe gar nicht nachgeschaut, storytechnisch. Warum sind wir jetzt gerade in diesem Gebiet? Hagen hat eben die Daten gefunden, dass die verstärkte Sporen und so weiter, die Lumenaktivität, ja, das weiß ich, den Kern zusammenhängt. Was machen wir jetzt hier? Und wir sind jetzt hier, weil in Daten drin steht, dass hier, glaube ich, ein riesengroßes Lumenvieh lokalisiert werden konnte. Super! Glaube ich zumindest. Weil ich hab's nur überflogen, muss ich ehrlich zugeben. So, Leute, die Tiefen sagen wir so, wenn auch ich hier oben stehe. Das Einzige, was ich hier gerade sehe, ist wirklich sehr, sehr viel Grünzeug. Ich stehe ja gerade hier oben auf dem Dach, wenn man mal schaut hier, ne? Mhm. Das ist wirklich jetzt nicht unbedingt die hübscheste Map. Ist halt ein Sumpf. Aber wieder nur ein Kern, das ist gut. Naja. Also hier könnten wir auf jeden Fall schon mal wieder so eine Amp-Ding machen. Als Hauptnachteil sehe ich ja an, dass wir überhaupt nicht sehen, wo die Gegner herkommen. Geht los mit 5 Wackelköpfen, yay. Yeah. Doch, die kommen von hier unten. Die haben 3 Eingänge. Ja, eben. Bäh. Stimmt hier, wir können hier wirklich nichts machen, wir können hier nichts aufhalten, wir können... Ja, wir könnten ein bisschen kontrollieren und dann eben ein Hauptding wieder bauen, so hier wieder 6er mit Arm. Komm ich denn hier jetzt hin? Ich glaube, ich habe ein Easter Egg gefunden. Kommt mal her. Was ist das? Kommt mal her, sag das eigentlich einfach so leicht. Und jetzt hör mal. Mit dem Ohr ran. Ich glaube, da versteckt sich jemand mit einem Schreikrampf. Den Schrei kenne ich irgendwie. Half-Life 1. Angriff der Headcrabs. Kann man das Klo nicht irgendwo aufmachen? Vielleicht gibt es einen Knopf. Ach, apropos Klo. Hä? Kommt mal hierher. Ja. Da ist ein Klo. Da ist ein Klo. Ja. Ich bin offenbar nicht gut auf Nebel zu sprechen. Macht meine Frisur kaputt. Yay, Clipping-Fehler. Ich finde es eigentlich eher cool, dass dieses Klo anscheinend irgendeine... An dem Klo ist ein ganz normales Gamepad angebaut, hör her. Das ist ein Gamepad. Ja. Das sind alles verschiedene Dinge. Warte mal, da muss ich mal reinzoomen. Ja, das ist so ein N64 oder sowas. Naja, näherungsweise. Hier kann man durch die Wurzeln durchlaufen, die hat ja Clipping-Fehler. Am Clone-Gamepad, saugeil. Deswegen, wenn man sich die Maps mal wirklich genauer anschaut, teilweise sind die schon echt geil. Eigentlich können wir nochmal ins Biolabor zurück, weil da weiß ich, dass da noch immer ein Secret war. Ich weiß allerdings nicht wo. Oder wollen wir das erst nachher machen, wenn wir mit den Kraftakten nochmal durchgehen? Wir können auch jetzt einfach nochmal alle Maps durchgehen und mal nach Secrets suchen. Hab ich jetzt irgendwie Lust zu. Okay. Genau wie diese Tür einfach aussieht, jetzt müsste sie aufgehen. Aber naja. Ja gut, dann gehen wir nochmal alle Maps durch, hab ich auch nichts gegen. Aber erstmal schaue ich nochmal. Mit der Map sind wir noch nicht fertig. Warte mal, ich kann Minen auf mir legen. Ja. Seht ihr das? Ich sehe das. Beweg dich mal. Guck mal. Voll cool. Du bist jetzt ein Wackelkopf. Du siehst wirklich aus wie einer. Oh, wie geil. Die Frage ist, ob du auch Schaden von dem bekommst, wenn die explodieren. Nein. Du bist nur Muschel, Alter. Weißt du was? Einfach mal just for fun. Starten mal die Welle und laufen in die Wackelköpfe rein. Okay.
Wir freundlich. Oh, die kommen aus dem Sumpf raus. Das ist interessant. Ihr seht euch einfach so unglaublich ähnlich. Hat keinen Schaden gekriegt dadurch. Ja. Moin! Die Lacher. Oh, die können wir andersrum aufgeben. Guck dir mal hier. Rechtzeitig. Okay, zweite Welle auf den Raum gucken. Yeah. Oh, Schwämme. Muss nicht sein. Zumal jetzt hier auch von woanders noch Viecher kommen. Naja, Schwämme und Wackelköpfe wieder. So Schwächlinge halt. Okay. Also ganz ehrlich? Hm? Da oben will ich nochmal hin. ja, und dann können wir gehen, das ist okay, aber eine Stelle will ich mir noch anschauen. Treppen. Nein. Treppe ist das nicht. Oder schräge Rampe, die wie ein Treppenhaus aufgebaut ist. Das ist der offizielle Begriff für sowas. Ja. Ja. Schauen, Thermoskanne, was ist das denn hier für ein schönes Ding? Aus wie ein Kanumrand. Ich hab einen Knopf gefunden. Oh. Eben. Hast du ihn schon gedrückt? Nee. Moment, ich will dabei sein. Drück! Schnell! Kann den nicht drücken. Ne? Kommt zumindest kein Ton bei raus. Oh. Ne, der andere Knopf war auch orange. Das war so ein leuchtend oranger Knopf.